Hallo liebe Gaming-Freunde, heute darf ich euch begrüßen zu meinem Casual Day und zwar mit einer Runde Tetris. Ich denke mal, das kennt bestimmt jeder von euch. Und zwar das Tetris hier habe ich im PS Store erworben, schon ein bisschen länger her, aber irgendwie hatte ich jetzt richtig Lust auf eine Runde. Und ich fange jetzt auch mal gleich im Level 1 an. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Schauen wir mal, ob ich es noch annähern kann. Oh, fangen wir gleich mit dem Lang an. Fangen wir hier mal mit dem langsamen Aufbau an. Hier rechts sieht man ja immer diese Steine, die dann folgen, sind hier 4 Stück. Früher auf dem NES habe ich das Spiel eigentlich immer ganz gern gespielt. Da sah man, soweit ich weiß, immer nur 1. Das konnte man sogar mit Select ausblenden. Für die echten Hardcore-Profis unter uns. Wobei ich muss zugeben, ich schaue gar nicht so sehr auf die nächsten Reihenfolgen. Ich schaue meistens, ja, so aus dem Blick heraus, vielleicht wenn ich mal ein langes sehe, was da so kommt. Aber jetzt nicht, dass ich mich darauf unbedingt fixiere. Manchmal kommen die Steine echt saublöd. Level 2. Natürlich kann man ja auch verschiedene Strategien verfolgen. Entweder man versucht immer weit unten zu bleiben. Aber der Reiz natürlich, einen Vierer-Crash aufzubauen, also 4 Linien auf einmal zu bekommen, der ist doch recht hoch. Und dem bin ich auch oft verfallen, als ich das mache. Gibt halt immer gut Punkte. Ich fand es früher immer cool, wenn denn die... Wenn man dann, ich glaube auf A, wenn man auf A spielt, dann sah man immer die Rakete zuletzt oder je nachdem wie weit man gekommen ist. Es lag glaube ich aber an den Punkten. Man konnte theoretisch auf Level 9 anfangen und hatte trotzdem mehr Punkte als wenn man jetzt auf 0 oder auf Level 1 anfängt. Ich wollte gerade sagen, ein langes wäre jetzt mal nicht schlecht. Ja, und das war genau das Falsche. Genau so eins hier brauchen wir. Ja, das passt natürlich nicht, war ja klar. Manchmal ist man so richtig konzentriert auf das Spiel. Soll ja anscheinend ja auch gut sein für die Koordination. Heißt es zumindest. Aber wie gesagt, manchmal ist man so drauf konzentriert, dass man total vergisst, dass die Aufnahme nebenher läuft.
heute wollte ich eigentlich mal mein neues Mikrofon testen. Das T-Bone. Und da dachte ich mir, das passt doch hier ganz gut. Für so eine kleine Generalprobe. Irgendwie macht mich das Spiel jetzt richtig hungrig auf so Retro-Games vom NES. Wie zum Beispiel Mega Man, das habe ich auch immer geliebt und gespielt. Da habe ich natürlich auch alle Teile noch, aber auf der PlayStation gibt es ja leider nur, also im P-Store, das Mega Man 9 und 10 im NES-Style. Soweit mir zumindest bekannt ist. Eigentlich bin ich auch nicht der Typ großer oder langer Worte oder großer Reden. Aber ich rede einfach mal so, was mir in den Kopf kommt. Da könnt ihr sehen, wie schlecht oder gut ich spiele, je nachdem Ansichtszahl. Aber mir macht das eigentlich Spaß, so andere daran teilhaben zu lassen. Dank unseren neuen Medien. Aber zur Entspannung ist das Tetris echt gut. Also, das habe ich früher auch mal gern gespielt, denn aber jetzt so nach der Arbeit oder sowas abends, das ist eigentlich ganz gut. Bisschen zum Abschalten. Na toll. Jetzt hätte ich noch mal ein langes gebraucht. Aber nein. Es soll einfach nicht sein. Muss auf jeden Fall schauen, dass ich hier weiter unten bleibe. Sobald es schneller wird und man weiter oben ist, dann wird es meistens doch recht hektisch. Ja, mit so Spielen, da verbindet man so vielleicht noch ein bisschen einen Teil von früher, so seiner Kindheit. Zumindest wenn man jetzt in den 80ern geboren ist. Ich glaube 86 kam der NES damals raus, meine ich jetzt. Das kommt der Wiki rufen hier. Nee, da kann ich jetzt nicht so lange warten. Ich muss gucken, dass ich noch ein Stückchen weiter runterkomme. Jawohl. Oh, Level 6.
mein NES damals, das weiß ich noch, den habe ich glaube verkauft, nee, den habe ich sogar getauscht gegen den Super Nintendo damals. Aber im Nachhinein, also einige Jahre später, habe ich mir den NES wieder gekauft. Ich glaube sogar bei eBay. Genau, perfekt. Passt ja wie angegossen, oder? Also auf Level 7 möchte ich schon noch kommen. Habe ich mir zumindest jetzt mal so eben vorgenommen. Ist zumindest jetzt nicht unrealistisch. Aber nicht so, wenn man so einen Scheiß macht. Wieder eine Linie. Noch eine. Du passt genau da rein. Genau. Na, hier gefällt es mir besser. Ja, okay, das war jetzt nicht so klug. Ich hätte es jetzt auch da rein machen können. Jetzt müssen wir hier wieder alles zumachen. Jawohl, unser Ziel ist erreicht. Schon mal gut. Aber ganz schön anstrengend für die Augen, merke ich so gerade. Ja, jetzt merkt man, die Luft wird eng. Was heißt eng? Dünn. Naja, noch ein paar Linien können wir hier mitnehmen, hä? Oh, das war natürlich fatal. Na gut, egal. Level 7 hat aber trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Casual Games.